Obwohl Paulus das Evangelium selbst nach Thessalonik gebracht hatte, gab es manches, was er der jungen Gemeinde in der kurzen Zeit nicht weitergeben konnte. Deshalb wollte er selbst wieder nach Thessalonik kommen. Zunächst schrieb er aber einen Brief. In den Kapiteln 1 bis 3 schreibt Paulus über sein eigenes Ergehen in den vergangenen Monaten. Im Besonderen geht es hier um seine Beziehungen zu den Thessalonikern. Er beschreibt seine Sorgen um sie, nachdem Paulus erfahren hatte, dass die Gemeinde durch Mitbürger leiden musste. Dadurch ist es auch zu einer gewissen Verunsicherung in der Gemeinde gekommen, weil einige Christen gestorben sind. Paulus betont aber auch seine Freude, nachdem er erfahren hat, dass die Gemeinde standhaft in ihrem Glauben ist. In den Kapiteln 4 bis 5 hat Paulus dann auch einige ermahnende Worte zu sagen. Dabei geht er besonders auf die Wiederkunft Jesu ein. Die Nähe der Wiederkunft Jesu soll die Thessaloniker trösten und ihren Blick weg von den Bedrängnissen hin auf Jesus ausrichten.